Und das muss dieses soziale Gesellschaftssystem auch leisten können. Man hat früher eher gearbeitet, um gut zu leben. Heute lebt man eher und sagt, okay, die Arbeit gehört auch dazu. Ist Arthrose heilbar? Nein, Arthrose ist definitiv nicht heilbar. Wann sollte man einen Bandscheibenvorfall operieren? Da gibt es einen schönen Begriff, der heißt die Red Flags. Hallo und einen schönen guten Abend zur neuen Midnight-Folge. Und heute geht es einmal um das weite Feld der Orthopädie. Und ganz gewiss sitzen auch Sie früher oder später mal beim Orthopäden. Sei es wie Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Rückenleiden. Und genau deshalb sprechen wir jetzt über diese ja großen Themen, die uns wie gesagt alle mal betreffen, wenn wir nur alt genug werden. Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Hallo, Herr Professor Wirz. Vielen Dank, dass Sie heute da sind. Ja, guten Abend, bedanke mich für die Einladung. Sie kommen ja gerade von der Nachmittagsbesprechung in Ihrer Ärzteschaft. Wie war heute Ihr Tag? Der Tag war heute durchaus etwas anstrengend, weil wie immer das ein oder andere Problem gelöst werden musste. Der ein oder andere Notfall muss ins OP-Programm eingeschleust werden und das ist jeden Tag immer eine Aufgabe, die letztendlich für den Patienten gelöst werden muss. Stehen jetzt für den Abend und für die Nacht ein paar Operationen an. Das muss das Team, Bereitschaftsdienstteam, dann durchführen und dann hoffen wir, dass das bis morgen früh sozusagen alles erfolgt ist, sodass der morgige Tag wieder mit dem normalen geplanten Programm beginnen kann. Ja, dann vielen Dank erstmal, dass Sie gekommen sind, trotz dieser Herausforderung, um einmal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitzunehmen. Wie sieht so ein typischer Tagesablauf bei Ihnen aus, wenn nicht unbedingt ein Notfall nach dem anderen dazwischen kommt? Ja, der ist relativ klar strukturiert. Das heißt, wir beginnen morgens um 7 Uhr, dann machen wir Visite. Das geht bis 7:30 Uhr. Dann ist gemeinsame Besprechung. Das ist ein ganz wichtiges Medium, weil dann die Informationen von der Nacht und letztendlich für den anstehenden Tag für alle gemeinsam besprochen werden, auch die Patienten von Intensivstationen. Wir haben etwa 10 bis 15 Patienten auf der Intensivstation von Orthopädie und Unfallchirurgie. Das heißt, komplexe Fälle werden kurz diskutiert, sodass jeder weiß, wo stehen wir heute, welche OPs muss verschoben werden, neu organisiert werden. Dann geht es um 7:45 Uhr entweder in den OP oder der andere Teil der Mannschaft fängt mit der Ambulanztätigkeit an. Für mich geht es praktisch jeden Tag dann in OP. Mein persönlicher Rhythmus ist dann bis etwa 1 Uhr. 2 bis 3 OP-Punkte, hängt immer von der Komplexität und der Dauer der Operation ab, wie viel man in der Zeit dann sich vorgeplant hat. Dann ist anschließend Sprechstunde bis 15 Uhr. Dann mache ich Visite von 15 bis 15:30 Uhr. Dann ist Nachmittagsbesprechung, die geht auch eine gute halbe Stunde, wo wieder der Tag mit allen Notfällen, der OP-Plan für den nächsten Tag mit allen Fällen besprochen wird. Ja, und dann mache ich meistens die Nachmittagsvisite und dann ist das, was so über Tag angelaufen ist mit administrativen Aufgaben, Diktaten beispielsweise von den OPs vom Morgen. Und dann guckt man, wie lange der Tag dann noch so braucht. Also klingt ziemlich voll. Und wann ungefähr machen Sie dann so die Fahrtrichtung nach Hause? Kann man das so sagen? 19 Uhr, 19:30 Uhr. Das ist so bei mir der übliche Rhythmus. Ich habe zur Vorbereitung auf diesen Videopodcast das Gespräch mit Ihnen mal nachgelesen, dass wir knapp 120.000 Kilometer gehen, laufen im Durchschnitt. Der eine natürlich mehr, der andere weniger. Das ist ungefähr 3-mal um die Erde. Kann man sagen, wir kriegen irgendwann alle kaputte Gelenke? Das ist eine sehr schwierige Frage. Sicherlich ist es so, dass die Arthrose, also der Verschleiß eines Gelenkes, eine Volkskrankheit ist, aber nicht jeder bekommt die. Es sind so ein paar Faktoren einfach drumherum gerankt, die dazu führen, ob ein Gelenk, insbesondere an der unteren Extremität, belastende Region, eine Arthrose entwickelt. Dazu gehört auch eine gewisse familiäre oder genetische Disposition. Wie hoch der Anteil ist, wissen wir nicht, aber es ist ganz klar, dass es eine genetische Disposition geben muss. Übergewicht ist ein Faktor, der auch dazu beiträgt,
dass eine Arthrose entsteht. Beispielsweise ein Patient, der ein BMI größer 40 hat, hat ein 3- bis 4-fach erhöhtes Risiko, eine behandlungsbedürftige Arthrose im Alter größer 50 zu entwickeln. Und das Gleiche gilt für die Verschleißerkrankung an der Wirbelsäule. Da sind ja auch kleine Wirbelgelenke vorhanden. Ähnlich wie die Bandscheiben ist auch dort ein Degenerationsprozess da. Und jetzt hatte ich eben genannt Übergewicht. Es gehört aber auch dazu, wenn ich eine Verletzung an einem Gelenk habe, die Gelenkfläche verletzt wurde, kann daraus eine sogenannte posttraumatische Arthrose entstehen, sodass auch dieser Aspekt sicherlich zu berücksichtigen ist. Patienten, die eine Überbelastung an den Tag legen, nicht nur von Gewicht, sondern auch Überbelastung im Sinne von zu viel Sport. Sport und Bewegung ist extrem gut, extrem wichtig. Der Mensch muss sich bewegen, mobil bleiben, auch zur Sekundärprophylaxe von anderen Erkrankungen. Aber 100 Kilometer am Stück und dann noch 150 Kilometer mit dem Rad und das in einer chronischen Dosierung, immer wieder, das ist einfach too much. Und diese Belastung ist dann nach vielen Jahren häufig auch ein oder mit ein Arthrosegrund. Okay, dann verrate ich Ihnen lieber nicht, dass ich natürlich Triathlon liebe und sehr gerne mache. Was machen Sie? Machen Sie Sport? Oder machen Sie selbst auch Sport? Also ich habe viele, viele Jahre sehr gern Tennis gespielt, habe leider seit 2 Jahren ein bisschen Arthrose am rechten Ellbogengelenk, an der Schlaghand sozusagen, und das beeinträchtigt mich schon, sodass ich das auf diesem Niveau und mit der Frequenz, wie ich das gerne gemacht habe, nicht mehr in der Form machen kann. Bin deswegen aber jetzt ins Fitnessstudio übergewechselt. Darf sagen, das ist mir auch nicht ganz fremd. Früher habe ich Leichtathletik gemacht, auch relativ aktiv, sodass mir diese Form der Trainiere deinen Körper auch ganz gut bekannt ist. Und das mache ich jetzt so 1 bis 2 Mal in der Woche. Ich weiß, es ist zu wenig, aber die Zeit ist halt auch immer ein Faktor. Ne? Genau, und dann sind Sie ja noch bis 19 Uhr mindestens in der Klinik und danach beim Sport. Man hört und liest ja oft so, vielleicht gerade so im Bereich konservative Therapiemöglichkeiten, da steht manchmal, Arthrose ist heilbar. Patienten kommen vielleicht auch zu Ihnen und sagen, ich muss mich nicht operieren lassen, Arthrose gibt es gar nicht, Arthrose geht wieder weg, wenn ich vielleicht das Richtige esse, Nahrungsergänzungsmittel nehme, darüber reden wir vielleicht noch mal. Was sagen Sie dazu? Ist Arthrose heilbar? Nein, Arthrose ist definitiv nicht heilbar. Sie können den Prozess des Verschleißes, letztendlich des Knorpels, das ist ein anderer Begriff für Arthrose, können Sie nicht wieder zurückdrehen. Egal mit welcher Methode. Es gibt kein Medikament, es gibt kein Ernährungssubstitutionsmittel, was das bewirkt. Man kann durch Lebensumstellung, durch entsprechende Ernährungsmaßnahmen und auch durch letztendlich entsprechende Therapien den Arthrose-Progress, das heißt den Fortschritt, etwas verlangsamen, aufhalten, auch Gewichtsreduktion als einfaches Beispiel gehört dazu. Dosierte Bewegung, ein Gelenk, was nicht bewegt wird, ist nicht gut. Das heißt, auch da muss man immer Maß und Mitte finden, sodass aber die klare Aussage ist, Arthrose ist letztendlich zum jetzigen Zeitpunkt, es wird sehr darüber viel geforscht, ist nicht heilbar, aber behandelbar. Und können Sie vielleicht einmal kurz schildern, gerade Bewegung, warum das wichtig ist für den Knorpel, für den Knochen, welcher Austausch vielleicht der Nährstoffe, Giftstoffe stattfindet. Das wäre nochmal interessant. Ja, Sie haben gerade schon das Stichwort genannt. Also der Knorpel oder die Substanz, Knorpel mit den Zellen, wird von der Gelenkflüssigkeit, die sich im Gelenk befindet, ernährt. Und wenn sozusagen dieses Gelenk nicht bewegt wird, dann wird auch keine neue Flüssigkeit gebildet. Es wird nicht geschmiert, das Gelenk. Es läuft letztendlich trocken. Kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, wenn was trocken aufeinander reibt, dann ist der Reibungswiderstand höher. Das heißt, der Progress des Abriebs wird immer höher. Und deswegen ist es gut, dass ein Gelenk auch dosiert. Wir sagen immer im schmerzfreien Bereich, also wenn ein Gelenk arthrotisch ist und es macht sehr starke Beschwerden, dann ist das schon eine Belastung, die für den Knorpel nicht gut ist. Bis zu dem Punkt, wo man sagt, das tut mir gut,
Das macht mir keine Beschwerden, ist jedwede Belastung für das Gelenk in Ordnung und trägt eigentlich zu einer Verbesserung der Situation bei, also umgekehrt. Genau. In der Schmerzmedizin habe ich auch gelesen dazu, man kann gehen bis zum sogenannten Wohlfühlschmerz, den man sozusagen noch selbst toleriert und diese Bewegung sollte man machen. Ja. Bewegung ist das eine, Ernährung haben wir auch gerade schon mal kurz angesprochen. Man hört und liest oft basische Ernährung, ist da was dran? Was sagen Sie zu Patienten, die zu Ihnen kommen? Gibt es keine so richtige Evidenz dafür, ob die eine Diät oder basische Ernährung oder proteinarm, proteinreich das Richtige ist. Das muss jeder mal so ein bisschen für sich ausprobieren, was hilft einem. Auch die Diskussion vegan, vegetarisch und sonstiges, auch da gibt es keine klare Evidenz, dass Arthrose damit aufhaltbar, verbesserbar oder sonstiges ist. Es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe meinen Fleischkonsum reduziert um die Hälfte, esse aber trotzdem, Anführungszeichen, proteinreich, gucke, dass ich wenig Zucker zu mir nehme, dass ich mehr Gemüse also Ballaststoffe sozusagen zu mir nehme. Damit habe ich ein Wohlgefühl und es geht mir an den Gelenken besser. Aber den wissenschaftlichen Pathomechanismus dahinter, der ist bisher nicht richtig ergründet. Und deswegen empfehle ich immer den Patienten, verändern Sie mal das in die oder in die andere Richtung. Schauen Sie, wie Ihr Körper darauf reagiert. Wenn der positiv reagiert, ist das der richtige Weg. Das muss jeder so ein bisschen selbst rausfinden. Und dann irgendwann geht es doch nicht konservativ und man muss doch operiert werden. Und ich erinnere mich noch sehr gut an die Zeit als Medizinstudent, auch noch in der Orthopädie, hat man immer Klassifikationen, verschiedene Stufen. Ja. Ab wann sollte jetzt das arthrotische Gelenk operiert werden? Ich darf noch mal eins vorweg schicken. Also neben Ernährung und so ein bisschen Lifestyle ist konservative Orthopädie ein ganz wesentlicher, großer Faktor, zu sagen, wir können das Gelenk noch verbessern. Und zwar durch Muskelkrafttraining, durch Optimierung der Führung der Gelenke, durch Stabilisierung, durch Muskelkraft. Das heißt, Physiotherapie ist ein ganz wesentlicher Pfeiler in dieser konservativen Behandlung. Und wenn der Patient aber dann zu einem Punkt kommt, wo die Beschwerdesymptomatik so stark zunimmt, dann ist das auch wieder eine individuelle Entscheidung, wann muss er operiert werden. Wir operieren keine Röntgenbilder, kein Kernspin oder kein CT, sondern immer die Symptomatik des Patienten. Das heißt, wenn Sie ein Röntgenbild, was man schön klassifizieren kann, Arthrose Stadium 1 bis 4, wenn Sie da sehen, da hat jemand ein Stadium 3 vom röntgenologischen Aspekt, aber der hat noch gar nicht viel Beschwerden, dann operiert man den nicht. Hat aber jemand ein Stadium 3 im Röntgen und er hat dauerhaft Schmerzen bei jedweder Belastung, beim Aufstehen, beim Treppensteigen, nach kurzer Gehstrecke, 200, 300 Meter, Schmerzen im Knie, das Knie schwillt an, wird dick, wird warm. Und er hat letztendlich unterm Strich durch diese schmerzbedingte Bewegungseinschränkung keine Lebensqualität mehr. Das ist eigentlich der wesentliche Faktor. Dann muss man dem Patienten empfehlen zu sagen, so, jetzt ist der Punkt da, wo wir eine Operation an dem Gelenk, und dann gibt es zwei Möglichkeiten, gelenkerhaltend, die Biomechanik verbessernd, oder das Gelenk ersetzend, weil die Arthrose zu weit fortgeschritten ist, mit einer gelenkerhaltenden Operation man nicht mehr weiterkommt, man ihm das dann empfiehlt. Sie haben gesagt, Schmerzen bei Arthrose, das typische Anzeichen, dazu noch gibt es andere, wie Schwellung haben Sie erwähnt. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer einmal quasi typisch ist der Anlaufschmerz. Man sitzt da, wie wir beide jetzt, und gleich nach der Aufnahme stehen wir auf und dann haben wir erstmal Schmerzen im Knie und oder in der Hüfte. Ja, einmal als kritisches Thema dazu, man sagt ja auch oft, gerade wir in Deutschland operieren zu viel künstliche Gelenke ins Knie, zu viel künstliche Gelenke in die Hüfte. Und ich habe einmal vorab nachgeschaut und gelesen, pro Jahr werden rund 230.000 künstliche Hüftgelenke, grob 170.000, 180.000 künstliche Kniegelenke bei uns in Deutschland eingesetzt, zusammen ungefähr 400.000 künstliche Gelenke allein in Deutschland. Was würden Sie sagen, und Sie sind ja als Professor, Direktor einer großen Orthopädie in Deutschland, wie viele künstliche Gelenke haben Sie erstmal selbst schon eingesetzt? Das ist eine gute Frage. Von diesen 400.000 im Jahr. Und ich würde mal sagen, ich habe 97 begonnen, selbst Kunstgelenke einzusetzen.
pro Jahr etwa 500. Mhm. Rechnen wir mal aus. Ich müsste jetzt den Taschenrechner rausholen. Also es sind schon ein paar. Mhm. Und darf da, glaube ich, auch sagen, dass ich da auf eine entsprechende Erfahrung auch zurückblicke. Mhm. Weil Sie mich jetzt fragen, wird zu viel operiert? Mhm. Das ist auch eine nicht ganz einfache Frage, weil ja, in Deutschland, wenn Sie das im europäischen und auch im Weltvergleich sehen, wir pro Kopf Einwohnerzahl sehr viel Kunstgelenkersatz operieren. Man muss aber auch sagen, erstens bei diesen Zahlen gehören auch in Deutschland gezählt die, die unfallbedingt ein Kunstgelenk brauchen, also Schenkel als Frakturen, mhm. gehören mit dazu. Mhm. In anderen Ländern wird das nicht mitgezählt. Mhm. Das ist schon mal ein Unterschied mhm. in der statistischen ja. Aufarbeitung. Das andere ist aber, dass wir in Deutschland natürlich aufgrund unseres insgesamt sehr, sehr guten Gesundheitssystems und Sozialsystems jedwegen Patienten bis ins hohe Alter, mhm. 90 plus, mhm. ermöglichen, wenn du Patient oder liebe Patientin den Anspruch hast, mobiler zu werden und für dich die Entscheidung mit 90 triffst, ich möchte noch Lebensqualität haben für meine restliche mhm. Zeit, aber das Knie tut's nicht mehr, operier das bitte, mhm. dann wird in Deutschland dieses Knie noch operiert und auch von der Kasse und damit mhm. vom Sozialsystem übernommen. Mhm. Das ist in anderen Ländern, mhm. auch in europäischen Ländern, nicht so. Da gibt es Zeitobergrenzen, wo man sagt, da sollte man in Klammer auch aus ökonomischen Gründen mhm. heraus kein Kunstgelenkersatz, weil es ist auch ein Eingriff, der halt auch Geld kostet, letztendlich das Gesundheitssystem Geld kostet, nicht mehr operieren. Mhm. Das heißt, wir leben auf einem hohen Standard in Deutschland und erlauben uns zu sagen, Patient, entscheide du, ob du diesen Eingriff für Mobilität haben möchtest, mhm. weil es wird ja getragen. Und deswegen ist die Zahl, die in Deutschland so als große Zahl im Vergleich zu anderen ist, relativ zu sehen, weil wir uns es halt auch in Anführungszeichen leisten können. Mhm. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass man, weil die Möglichkeit auch besteht, relativ schnell bei dem Entschluss ist zu sagen, den operieren wir jetzt, kein mhm. Problem. Man muss immer eine sehr differenzierte Indikationsstellung an den Tag legen, weil jeder Kunstgelenkersatz auch mit Risiken einhergeht. Mhm. Und die muss man einschätzen. Und deswegen gehört eigentlich nicht nur das, dann kann man das operieren, sondern man muss die Indikationsstellung richtig beherrschen. Und wenn man viele Komplikationen gesehen hat von einem Eingriff, dann ist man auch etwas vorsichtiger und glaube, kann dann den Patienten auch entsprechend gut beraten. Sie haben das schon angedeutet mit der differenzierten Einstellung. Wir sind ja jetzt hier unter uns. Deswegen einmal, wie sehen Sie das persönlich? Würden Sie sagen, wir bräuchten auch so eine Grenze? Altersgrenze, wie es zum Beispiel in England der Fall ist oder in anderen Ländern? Nee, ich finde, und da muss man ja mal sagen, in so einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und wo wir uns Recht und Sozialstaat sozusagen auch wirklich vorschreiben, dann darf und soll jeder Patient entscheiden, ob er sich mit diesem Risikoprofil operieren lässt. Ja oder nein? Das ist eine ganz persönliche Entscheidung und die finde ich völlig gerechtfertigt. Mhm. Weil die andere Alternative ist, dieser Patient, das muss gar nicht vom Alter her abhängig sein, es gibt auch einen 60-Jähriger, der einfach Zusatzerkrankungen hat mit einem hohen Risikoprofil, aber wenn man den nicht operiert, er hat keine Teilhabe mehr am sozialen Leben. Mhm. Er kommt die Treppe nicht mehr hoch und runter, er sitzt in seiner Wohnung, kommt nicht mehr wirklich weiter. Und es gibt auch Patienten, ich hatte gerade heute einen in der Sprechstunde, mhm. der nach mehreren Operationen am Hüftgelenk jetzt an der Position ist, dass er sagt, ich hatte 6 Jahre lang Psychopharmaka nehmen müssen wegen meiner Depression und jetzt brauche ich nichts mehr. Mhm. Das heißt, auch hier hilft man den Patienten, immer individuelle Entscheidungen und ich glaube deswegen so kategorisch zu sagen, nehmen wir mal ein Beispiel, ab 80 wird das nicht mehr operiert, ist unethisch, nicht vertretbar und das muss dieses soziale Gesellschaftssystem auch leisten können. Also individuelle Entscheidungen wichtig und Aufklärung, was Sie ja auch gesagt haben, die Komplikation, dass man die vorher bespricht. Was würden Sie sagen, Gelenkoperation, künstliche Gelenke, wie hat sich das in den letzten 15 Jahren entwickelt? Wo sehen Sie auch die Zukunft in den nächsten 10 Jahren? Also der Kunstgelenkersatz ist eine sehr erfolgreiche Methode.
Es gibt den Spruch, es sei sogar die erfolgreichste operative Maßnahme in der Medizin. Das kann man von der einen oder von der anderen Seite bewerten. Aber diese Form der Lebensqualität, die man damit regeneriert, mobil, schmerzfrei und Prophylaxe für andere Zuzuerkrankungen, Zuckererkrankungen, kardiovaskuläre Erkrankungen, die eben genannte Psyche, spielen also alles eine Rolle, die man so als Soft-Faktoren vielleicht bezeichnen darf, die aber hier eine entsprechende Rolle spielen. Insofern der Kunstgelenkersatz, den es seit den 60er Jahren gibt, Herr Charnley hat die erste Hüftgelenksprothese in England implantiert. Von der Grundprinzip her fast so ähnlich, wie wir das heute machen. Er ist dafür geadelt worden, heißt deswegen Sir John Charnley, hat es als einziger Mediziner auf eine Briefmarke in Großbritannien gepackt. Diese Weiterentwicklung der Implantate mit neuen Legierungen, mit Kleidpaarungen, weil das Gelenk muss sich ja bewegen und eine Paarung, die sich nicht abreibt oder wenig Abrieb erzeugt, wird länger halten. Und diese Weiterentwicklungen haben dazu geführt, dass der Gelenkersatz heute, das gilt sowohl für Hüfte als auch Knie, aber auch am Schultergelenk, ja schon eine sehr hohe Standzeit und Überlebensrate haben, sodass man heute sagen kann, die modernen Prothesen sind mit einer Standzeit von 20 Jahren plus X ausgestattet und ermöglichen damit wirklich auch eine gute Perspektive. Wir sind jetzt schon sehr tief eingegangen in ein großes Feld, nämlich Gelenke, Gelenkschmerzen. Wir fassen das noch einmal zusammen und dazu würde ich Ihnen gerne einmal fünf kurze oder Fragen stellen, die Sie einfach knapp mit Ja oder Nein beantworten. Werden künstliche Roboter in Zukunft auch künstliche Gelenke einsetzen? Ich hoffe es nicht. Sie hoffen es nicht. Ich hoffe es nicht, nee. Achten Sie persönlich bewusst auf Ihre Gelenke? Ja. Kann man durch eine, und Sie hatten es schon gerade mit angedeutet, gezielte Ernährung die Symptome Gelenkschmerzen etc. oder auch Rückenschmerzen reduzieren? Wie ich eben schon gesagt habe, es gibt kein eindeutiges Ja oder Nein. Durch bewusstes Lifestyle, also wie bewege ich mich, wie belaste ich mich, eindeutig ja. Finden Sie, dass in Deutschland verhältnismäßig zu viele Gelenk- oder Rückenoperationen durchgeführt werden, beziehungsweise zu schnell und voreilig? Haben wir, glaube ich, eben schon in der Form bearbeitet. Und wenn es jetzt ein Ja oder Nein wird? Das ist eine fast nicht beantwortbare Frage. Also ich würde mal sagen, ja, es wird wahrscheinlich etwas zu viel operiert. Eine ganz andere Frage. Hat sich in Ihren Augen in den letzten Jahren die Einstellung der neuen ärztlichen Kollegen zum Beruf Arzt sein geändert? Also ich glaube, derjenige oder diejenige, die den Medizinberuf sich aussucht, da ist Passion dabei, da muss man sozusagen für brennen. Es hat sich sicherlich ein bisschen die Einstellung zur Arbeit geändert, das ist so. Das hat mit vielen Rahmenbedingungen zu tun. Man muss wissen, dass der heutige Alltag in einer Klinik viel mehr im Zeitraffer gepresst ist, dass die Arbeitsbelastung pro Zeiteinheit deutlich höher ist. Das hat mit der Ökonomisierung der Medizin zu tun. Früher hatte man mehr Freiheiten, man war nicht so in dieses Zeitraster gepresst, man hatte aber auch nicht unbedingt das Bedürfnis, um 17:14 Uhr das Haus zu verlassen, sondern dann hat man das gemacht, bis man zu Ende war und man hat auch noch Lust und Spaß daran gehabt. Das hat sich etwas geändert und auch die Work-Life-Balance hat sich etwas geändert. Das darf ich aus meiner jetzt schon ein bisschen längeren Sicht vielleicht so sagen. Also bisschen übertrieben. Man hat früher eher gearbeitet, um gut zu leben. Heute lebt man eher und sagt, okay, die Arbeit gehört auch dazu. Und ich muss auch zugeben an dieser Stelle, auch wir beide haben uns schon nach zwischen den Operationen auf dem Flur darüber unterhalten und interessante Gespräche geführt. Deswegen würde mich einmal noch interessieren, wie selbst definieren Sie Führung oder was ist für Sie Führung? Wie leben Sie selbst Führung vor bei sich in der Klinik?
Also auf der einen Seite, man muss klare Prinzipien haben. Führung heißt, man muss ansprechbar sein, man muss Lösungen anbieten, man muss auch mal dahin gehen, wo es weh tut. Ja? Und das ist nicht nur zeitlich, sondern auch inhaltlich gemeint. Man muss sich kümmern, man muss, glaube ich, vorleben, wie man Anführungszeichen ärztliche Verantwortung zu tragen hat. Zu führen gehört aber auch, selbst zu reflektieren, zu sagen, okay, was habe ich vielleicht nicht richtig gemacht, was kann ich auch von jemand Jüngerem lernen, wie ist die Denke? Also eine Selbstreflexion gehört, glaube ich, auch zu einer guten Führung dazu. Das ist sehr interessant. Ich hatte vorher auch mal gesprochen mit dem Professor Bakhtiari, den haben wir auch als Gast hier beim Videopodcast, und er hat selbst gesagt, nicht oder selbstkritisch sein, ja, aber keine Selbstzerstörung. Das ist wichtig, auch gerade für uns Ärzte, egal in welcher Position wir sind, ob wir neu anfangen oder schon seit 20 Jahren arbeiten. Wir wechseln einmal noch zum großen Thema Rückenschmerzen, und ich habe auch da ein paar Fakten dazu, ja, was interessant ist für die Zuhörer. Jeder von uns geht mindestens einmal im Leben wegen Kreuzschmerzen zum Arzt. Ja. Wahrscheinlich auch Sie und wahrscheinlich auch ich. Bei über 15% aller Deutschen sind die Rückenschmerzen sogar chronisch. Chronisch bedeutet so vereinfacht länger als 12 Wochen, mehrmals im Jahr. Ja. Rückenschmerzen sind einer der häufigsten Gründe für Krankschreibung. Und dann habe ich gelesen, das fand ich interessant, jeder zweite Patient im Wartezimmer beim Orthopäden, beim niedergelassenen Orthopäden, sitzt dort wegen Rückenschmerzen. Mhm. Woran liegt das? Warum kriegen wir alle Rückenschmerzen? Naja, also der Mensch geht ja aufrecht. Und durch diesen aufrechten Gang ist die Hauptstütze im Körper, die ist nämlich in der Mitte, das ist die Wirbelsäule. Und man geht eigentlich heute schon davon aus, dass ab dem 25. Lebensjahr dieser Verschleißprozess durch den aufrechten Gang und letztendlich durch die Belastung, die der Körper zu tragen hat, dieser Verschleißprozess in Gang gesetzt wird. Die Bandscheiben, das sind flüssigkeitsgefüllte Scheiben zwischen den Wirbelkörpern, die verlieren mit der Lebenszeit Flüssigkeit, die sinken sozusagen. Deswegen wird man auch im Alter kleiner, 2 bis 3 Zentimeter. Und am Abend des Tages auch. Und am Abend des Tages auch, genau. Und damit durch das Zusammensinken der Bandscheiben werden die Wirbelgelenke, das sind die beweglichen Verbinder zwischen den Wirbelkörpern, mehr belastet. Mhm. Und durch diese Überbelastung entsteht das, was wir eben für den Gelenkbereich Knie-Hüfte besprochen haben, auch an der Wirbelsäule, ein Wirbelgelenksverschleiß neben diesem Bandscheibenverschleiß. Und das ist der Hauptgrund, warum die Wartezimmer so voll sitzen. Mhm. Man liest aber auch oft gerade so den Begriff, Hauptursache sind eigentlich unspezifische Rückenschmerzen. Also die Bandscheiben werden oft verteufelt. Es ist ein Bandscheibenvorfall, aber eigentlich unspezifische Rückenschmerzen. Was sagen Sie dazu? Was ist überhaupt damit gemeint? Ja, also es gibt ja Leitlinien und da gibt es diese Differenzierung zwischen dem spezifischen Kreuz- oder Rückenschmerz und dem unspezifischen. Und der spezifische, das ist ein Schmerz, den man morphologisch eindeutig erklären kann. Ein Bandscheibenvorfall, eine Enge des Rückenmarks, wo die Nerven eingeengt werden. Und der unspezifische Rückenschmerz ist eher ein Schmerz, den man auf dem Röntgen, auf dem Kernspin nicht so eindeutig zuordnen kann, der durch statische Fehlhaltung, durch Schrägstellung von kleinen Gelenken resultiert, sodass dieser unspezifische Rückenschmerz, in Klammer, Gott sei Dank, sogar der viel häufigere ist. Und ein anderer Aspekt dabei ist auch, dass Problemfelder, die man so mit sich herumschleppt, in Klammer die Psyche, häufig auch schon mal eine Schmerzprojektion in die Wirbelsäule hat, sodass auch das ein Faktor ist, wo man sagt, da sind Begleitfaktoren, nicht nur somatisch, sondern auch psychosomatisch, die sich an der Wirbelsäule abspielen und dort ein Schmerzempfinden mit verursachen. Deswegen ist der unspezifische Rückenschmerz ein Aufgabenfeld, wo man auch letztendlich die ganze Psyche des Menschen auch mit therapieren muss. Und es gibt im niedergelassenen Bereich der Orthopädie-Unfallchirurgie eine tolle Initiative, die heißt Sprechende Medizin. Das heißt, man muss sich mit dem Patienten unterhalten, man muss rausfinden, wo liegt eigentlich sein Problem. Wenn man mal darüber spricht und sich ein bisschen Zeit lässt,
dann kriegt man das auch raus und dem geht es dann nachher auch besser, obwohl man gar nichts groß gemacht hat. Und das ist dann meist dieser typische interdisziplinäre Ansatz oder auch die multimodale Therapie, die man macht. Das heißt, verschiedene Bausteine, wie so ein Blumenstrauß, weil wir bestehen aus verschiedenen Blumen, die man macht. Rückenschmerzen, sagt man ja auch, Bandscheibenvorfälle werden viel zu schnell operiert. Das Thema hat man gerade. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt, tatsächlich von 2010 zu 2020 fast um 70% mehr Rückenoperationen, so habe ich es gelesen. Was würden Sie einmal sagen? Gibt es zwei, drei Warnzeichen, ganz klare für die Zuhörer? Dann sollte man, muss man operiert werden am Rücken. Ja, ich muss noch mal ein was zu den Zahlen sagen, weil die sind so nicht ganz richtig. Das hat damit zu tun, dass man in diesen Statistiken jede Spritze als operative Interventionsmaßnahme zählt und dann sagt, er ist am Rücken operiert worden. Das stimmt aber nicht so. Sehr gut, dass Sie sagen. Ja, also die Zahlen sind von 2010 bis 2015, 16 angestiegen und sind dann leicht abfallend. Wir haben eine sehr große Studie da initiiert mit dem WIDO, das ist das Wissenschaftliche Institut der AOK. Da werden 30 Millionen Versicherte analysiert und das zeigt ganz klar diese Operationstendenz. Ja, es wird viel operiert, aber nicht in der hohen Fallzahl, wie das in manchen Medien aus meiner Sicht fälschlicherweise so kolportiert wird. Jetzt zu der Frage, wann sollte man einen Bandscheibenvorfall operieren? Da gibt es einen schönen Begriff, der heißt die Red Flags, das heißt die rote Flagge oder die rote Karte. Und das ist die neurologische Ausfallsituation, das heißt, wenn der Patient eine Lähmung hat. Das heißt, wenn der Bandscheibenvorfall auf eine Nervenwurzel drückt und dort die Funktion so stört, dass nicht nur Schmerz und Gefühlsminderung am Bein oder von der Halswirbelsäule am Arm auftreten, sondern dass eine Lähmung resultiert, dass er den Fuß nicht mehr heben kann oder den Fuß nicht mehr senken kann oder dass die Kraft fehlt, das Knie zu strecken. Und das teilt man in gewisse Schweregrade ein, in Fünfteln. Und wenn 3/5 eine motorische Parese, eine Lähmung da ist, dann ist das ein ganz klarer Red Flag, wo man sagt, jetzt muss man den Druck vom Nerven nehmen, damit der Nerv sich erholen kann. Wenn man das nicht macht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Lähmung bleibt, relativ hoch. Das heißt, die motorische Ausfallssituation und das ist der zweite Aspekt, der unter konservativer Maßnahme nicht besser werdende Rücken oder dadurch bedingte Beinschmerz, wo man mit Infiltrationsbehandlung, Physiotherapie, Schmerzmedikation über einen Zeitraum von mehreren Wochen für den Patienten keine Besserung erzielt. Da muss man sagen, dann muss man den von seinem Schmerz befreien und dann ist eine OP auch die richtige Indikation. Also es gibt ganz konkrete Red Flags, wie Sie gesagt haben, auch Schemata wieder, was ja typisch ist für die Orthopädie. Ja. Sie haben ja oft Patienten, die zu Ihnen kommen, täglich. Und wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen Mythos, den Sie sehr oft hören. Welcher ist das? Ein Mythos, den ich häufig höre. Ganz bestimmt, wo Sie vielleicht auch sagen oder innerlich denken, puh, schon wieder höre ich das, aber das ist... Ja, das hat so ein bisschen was mit dem zu tun, was Sie mir eben gesagt haben, dass in der Ernährungsmedizin, dass man sagt, okay, nimm das oder nimm das Präparat, das hat Vitamine drin, das hat irgendwelchen Muschelkalk drin, das hat die und die Substanz drin. Ich nenne jetzt hier keine Namen von Verkaufsprodukten, die in der Apothekenrundschau oder sonst irgendwo auch beweisend angeboten werden. Da muss ich sagen, das ist Quatsch, das gibt es nicht. Man muss sich vorstellen, Sie nehmen so ein Tablettchen mit den ganzen Anreicherungen auf. Das geht durch den Magen mit der Magensäure, dann geht es in den Darm. Dann wird es dort, sagen wir mal, filtriert aufgenommen. Dann geht es durch 7 Liter Blut und dann soll es hier am Knorpel ankommen und soll genau an meinem Knorpeldefekt mir was helfen. Also das ist Humbug. Und das, was man dann, das ärgert mich, muss ich sagen, was ich dann in solchen Zeitschriften zum Teil lese, dann nimmt man Kernspinbilder vor und nach Behandlung nebeneinander und derjenige, der sich auskennt, sieht, das ist gar nicht das gleiche Gelenk oder das kann nicht das gleiche Gelenk sein.
da wird der Mensch betrogen. Mhm. Und dann esse ich lieber Gummibärchen wie das. Ne? Mhm. Also gut, dass Sie das sagen und das auch ja, so betonen. Ich habe nämlich auch noch einen Mythos bezogen auf den Rückenschmerz. Der Volksmund sagt immer, schwache Rückenmuskulatur oder schwache ja. Rückenmuskeln verursachen Rückenschmerzen. Ja. Aber dem ist ja nicht ganz so. Und Sie haben es mit der Psyche auch gesagt, nämlich wenn der Rücken verspannt, dann bekommt man auch Schmerzen. Eine Sache, die man auch immer oft hört, ist, ja, man muss die Rückenmuskulatur kräftigen, stärken. Ja, ja. Zum einen wichtig, aber Dehnen ist wahrscheinlich auch eine wichtige Sache. Haben Sie da ein paar Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Na, das steht immer im Gleichgewicht. Ne? In der Tat ist es so, dass die Wirbelsäule ein Bausteinsystem ist, mhm. was durch den muskulären Apparat, jetzt sage ich mal, wie ein muskuläres Korsett gehalten wird. Wenn die Muskulatur schlaff ist oder sie zieht auf der einen Seite und auf mhm. der anderen Seite ist sie locker, dann wird die Wirbelsäule in eine Schiefposition geleitet, um das einfach nur sich mal so ein bisschen vorzustellen. Mhm. Und dann werden die einen Gelenke auf der einen Seite mehr belastet und die andere werden weniger belastet. Daraus kann eine Schmerzsituation entstehen. Das heißt, funktionelles Training für muskuläre Dysbalancen, also Ungleichgewichte zwischen den Muskeln und Muskelschwäche sozusagen auszugleichen, ist wirklich ein sehr, sehr wichtiger Ansatz. Und das ist das, was man spezifisch mit physiotherapeutischen Maßnahmen behandeln kann. Da kann aber jeder auch selbst ein bisschen was zu tun, indem er einfach Bewegungsübungen macht, mehr geht, mhm. anstatt im Auto fährt, Rad fährt, schwimmen geht, sich bewegt. Alles das in einem, sagen wir mal, akzeptablen Rahmen. Man mhm. muss nicht Triathlon machen, mhm. aber man soll sich einfach physiologisch bewegen und dann trägt man dazu bei, dass der Stütz- und Bewegungsapparat einfach gekräftigt mhm. wird. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Ausgleich, Balance, nicht eine Sache übertreiben. Und ja. da bin ich auch bei der letzten Frage. Und auch um Chefarzt zu werden, muss man sehr viel arbeiten und leisten. Was würden Sie jetzt arbeiten, wenn Sie nicht Medizin studiert hätten? Was würden Sie gerne anderes arbeiten? Wieder eine schwierige Frage. Ja. Ja, also mich hat immer schon früher Geschichte und Kunst interessiert und vielleicht hätte ich, wenn ich nicht von Anfang an Medizin im Blick gehabt hätte, ein bisschen getriggert durch die Erkrankung meiner Mutter, mhm. die nämlich schwer krank war, dann gut behandelt worden ist und ich damals gesagt habe, das, was der kann, möchte ich auch können. Mhm. Das war so ein bisschen der Trigger, warum ich in die Medizin gegangen bin. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich irgendwie Geschichte oder Kunstgeschichte studiert und würde jetzt irgendwo, was weiß ich, Restauration mhm. oder Sonstiges machen. Und das ist auch mhm. was, wo ich sage, nach meiner aktiven Tätigkeit, da würde ich gerne nochmal so ein bisschen in diese Materie ein bisschen tiefer einsteigen, nochmal ein bisschen mehr lesen. Das mhm. fehlt mir nämlich mhm. die Zeit dazu. Und das ist so was, was mich noch für die Perspektive interessiert. Und ich weiß, Sie sind auch ein großer Fußballfan. Wer glauben Sie, wird Fußball-Europameister? Ja, also wir stehen jetzt ein paar Tage vor der EM-Eröffnung. Also ich glaube, gegen Schottland gewinnen wir. Mhm. Aber am Ende des Tages, glaube ich, ist so im Halbfinale für Deutschland, glaube ich, Ende. Und ich glaube, England ist dieses Jahr mhm. ganz weit vorne. Wir haben in der Klinik, einer der Oberärzte hat das etabliert, ein Kick. Spiel, das mhm. heißt Tippspiel, Tippkick heißt es. Das heißt, wir tippen alle und ja, ich habe jetzt mal auf England getippt. Mhm, auf England getippt. Dann schauen wir mal. Abschließend noch vielen Dank erstmal, dass Sie heute da sind für unsere Gäste. Welchen abschließenden Tipp haben Sie zum Thema Gelenkgesundheit, Rückengesundheit? Was würden Sie den Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben? So, glaube ich, wie wir das schon etwas rausgearbeitet haben, sich anständig ernähren, gut bewegen, das Ganze nicht übertreiben, immer Maß und Mitte finden und ja, an der eigenen Mobilität arbeiten. Ich glaube, das ist ein Leitsatz, den man sich so ein bisschen jeden Tag auf die Fahne schreiben soll. Und außerdem, der jetzt sich bewegt, der hat auch ein positives Lebensempfinden und deswegen gehört das zur Lebensqualität dazu. Ja, vielen Dank für Ihre wertvolle Botschaft und vielen Dank, dass Sie mein Gast waren. Ich muss auch zugeben, schon seit über 10, 12 Jahren kenne ich Sie auch aus dem OP und freue mich sehr, ja. dass wir uns in dieser Runde einmal getroffen haben.
Wenn Ihnen der Videopodcast gefallen hat, dann gerne teilen Sie den Podcast. Gerne schauen Sie mal nach. Auch viele andere renommierte Gäste, Experten finden Sie dort. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.